die Wasserhandlung auf die Zuwahl und Stadt. Delta de Sierra, Richtlinger Zug zu 9 und Schule. So, liebe Leute, willkommen auf der 2.9 in Bonangela. Auf geht's! So, Drehzahl Spätfahrt kommt. Hochrad entlasten. Und auf geht's. 110. Schön, 110. Sehr gut. 500 Fuß. Delta de Sierra, Grenz von 9. So, 1000 Fuß, Gas ein bisschen raus. Delta Echo Echo Lulu Yemen, kommen wieder mit dem Telefon aus. Delta de Sierra, Emmental 2.9. Ich werde mal von Oskar zu den Ausdrücke und dann melde ich mich da. Bis später. Gut, gut, bis später. Und die Delta Echo Echo Zulu Uniform hat die Platzrunde über die Nordbrücke verlassen. Delta Uniform Bravo holt auf 5.9 und startet.
Delta Delta Uniform, Kleiner 5, 7, 7, 7. Ich hab die Bürste vergessen. Oh, kurz wieder ein bisschen korrigieren. So, mal gucken, ein bisschen lauter, so wunderbar. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt gut verstehen. Heute mal nicht so schnell unterwegs. Wir haben ja so 160 hoch. Beim letzten Mal war es ein bisschen zügiger, aber das habe ich nicht aufgenommen. Also, ich habe vergessen. Sagen wir mal ehrlich, ich habe vergessen. Aber da war ein bisschen unter Zeitdruck und deswegen. Einen wunderschönen guten Tag aus Eifel. Grüße gehen raus an den Frank, an den Uli, an den Klaus und all die anderen. An den Jörg, an den Heiko. Und alle, die ich noch vergessen habe. Ich hoffe, die Außenkamera hält. Also halt tut sich mein jetzt Akku. Es ist doch ein wenig kalt, wir haben draußen 0 Grad. Jawohl, 13 Grad. Am Boden hatten wir so 9, glaube ich. Na, dann schauen wir mal, ob wir uns mal sehen. Dann einen kleinen Hinweis hier an dieser Stelle. Ich bin am Überlegen, im August, entweder am 21., 22. oder das Wochenende drauf, ein kleines. Kein Fly-In oder sonst irgendwas, ein zwangloses Treffen, UL-Treffen. Also wer kommt, der kommt, also keine Anmeldung nötig, gar nicht. Der kommt einfach. Und deswegen, das wird kein großes Event werden mit Grillen und sonst was, alles hast du nicht gesehen. Es ist halt ganz einfach nur ein zwangloses Treffen, ein bisschen plaudern. Ich sag mal so morgens ab 10 und dann wer dann abends dann wieder nach Hause will oder nachmittags. Ich will überlegen, ob ich es nur einen Tag mache, nur den Samstag, und wer bleiben will, der kann dann halt bis Sonntag bleiben. Oder ob ich das auch Sonntag mache. Also von daher. Ich denke mal am 21.8. Das könnt ihr euch schon vorbei. Und am 21.8. findet auch das Grummen-Treffen statt. Da, wer sich für diese Flugzeuge interessiert, der kann sich die vielleicht auch anschauen. Vielleicht darf man schon mal mitfliegen oder so. Das große Grummen-Treffen, das fand letztes Jahr zum ersten Mal statt, zum, 40-Jährigen oder so, oder was, 50, ich weiß es gar nicht mehr. Und dieses Jahr findet das nochmal statt. Und ja, da bin ich mal gespannt, wer alles kommen wird und so. Also, plant mal den 21.8. Und ja, würde mich freuen, wenn ein paar kommen. Und wie gesagt, keine Ahnung. Also es gibt noch eine Facebook-Seite, da könnt ihr mal gucken, Henkosch, nennt die sich, angelehnt an Oshkosch und Tankosch. Da könnt ihr mal gucken auf die Seite, da steht noch nicht viel drin, nur da, wer Lust hat, kann sich da ja mal anmelden oder so und sagen, dass er kommen möchte oder so, damit ich einen groben Plan habe,
wie viele erscheinen werden und so. Ne? Also nicht, dass da plötzlich über 100 kommen oder so. Ja, aber wer vorhat oder auch nur vielleicht, dann kann sich da immer melden. Wer natürlich kein Facebook hat und so, okay, dann ich guck mal auf Instagram, werde ich es auch nochmal machen und ja. So. Kilo Alpha Mike, Kilo Alpha, hallo. Das da unten sehen wir schon Bad 9 Ahrweiler. Ja, also, dann machen wir mal hier einen kleinen Turn. Dann werden wir jetzt hier Richtung Rhein. Ich hoffe, die Kamera kriegt vielleicht unten den Flugplatz drauf, die Außenkamera. An dieser Stelle mal gleich an alle Nicht-Abonnenten abonnieren, Daumen hoch, wobei Daumen hoch, das ist eigentlich egal, ist ziemlich der die Abonnenten. Würde mich freuen, wenn es ein paar mehr gäbe. Momentan bin ich glaube ich bei 41. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen aufpushen. Aber ich will mit dem Kanal ja auch nichts verdienen und so. Also ich werde ja auch keine Werbung schalten oder sonst was. Wobei, wenn irgendwann mal Werbung kommt, das ist glaube ich zwangsweise YouTube schaltet auch bei denen Werbung, für die gar nichts davon kriegen. Also das ist irgendwie ganz kurios, finde ich eine Frechheit eigentlich. Weil die Einnahmen, die dadurch kassieren, behalten die für sich. Ne? Also wenn irgendwann mal Werbung auf meinem Kanal erscheint, das ist nicht, weil ich das geschaltet habe, sondern weil YouTube das schaltet. Und ja. Ja, da habe ich nichts von und euch nervt es und ja, also ich bin unschuldig. Dann geht's mal rüber auf die andere Seite und dann gehen wir schon mal ein bisschen von der Höhe runter, bisschen Gas raus. Seid dran? Dran, kannst du loslegen. Seite, die Tecno-Whisky geht raus auf der 28 Schleppzug. Na schön. Das muss irgendwie auch da, dass dann mein Zeit ist, muss irgendwie ein Restaurant sein oder so, was da diese, das aussieht wie so ein Bauernhof oder so. Okay, keine Flieger hier in sich, also ziemlich leer, also. Das wundert mich so ein bisschen. So. Dann gehen wir mit der Höhe mal runter. Und dann versuche ich mal über dem Rhein zu bleiben. Ah, hier ist gut Thermik. So, dann versuchen wir mal die 2000 Fuß zu halten wenigstens. Vielleicht schaffen wir das mal. Gehen wir wieder ein bisschen Gras. Doch eigentlich alles ganz gut aus hier.
Ja, wie gesagt, jetzt geht's schon wieder zurück. Ich hoffe mal, der kleine Ausflug hat euch gefallen. Ich hoffe, die Kameras haben irgendwas geworden. Ich habe drei Kameras angeschlossen. Hier diese, dann da oben und die Außenkamera. Wie gesagt, die Außenkamera, denke ich, die wird jetzt schon den Geist aufgegeben haben, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe, das gibt was filmtechnisch. Wann ich das hochlade, weiß ich noch nicht. Vielleicht was nur noch jetzt dieses Wochenende. Aber schauen wir mal. Oh, jetzt ist hier schon wieder Tag. Uiuiui, schön. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt konzentriere ich mich dann auf den Rückflug. Und dann sehen wir uns gleich nochmal bei der Landung. Macht gut. Alter, alter, alter. Ach, jetzt fange ich auch schon dran. Da trubbelt hier gerade. Heieiei. Heide nein. Ich denke, du bist die Querpiste, zwar. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen auf die Höhe achten hier. Also, wenn sie nicht in die Kontrollzone von Köln kommen. Aber ich bin tief genug. Das war es eigentlich schon. Kürzlich Minuten, Motorlaufzeit. Und die Frequenz von Angela wieder rein. Delta Echo Tango Tango Kilo, schönen guten Tag. Echo Tango Tango Kilo, hallo, guten Tag. Delta Echo Tango Tango Kilo, Cessna 172, ein Solo-Schüler, VR. Erster Solo-Überlandflug, lokal, erbitte Strafenform. Delta Echo Tango Tango Kilo ist verstanden, die Piste 29 ist QN1 028. Delta Echo Tango Tango Kilo, QN1 028, Piste 29. Whisky, Whisky, quer, 29. Ah ja, da hat's los. Delta Mike Echo, Papa Oscar. Papa Oscar, Angela. Delta Papa Oscar, zurück zum Platz in 1700 Fuß, zu Bank Petersberg, oder noch? Papa Oscar, verstanden, 29 bei einer 1702. Die 29 immer noch mit dem Q9-02, Papa Oscar. Tango Sierra Morgan, 29. Hat er das verstanden? Eine Maschine in der Flug. Tango Sierra Maschine. Delta Mike, Tango Sierra Bravo, Gegner 529.
Alter, Alter, Alter. Hallo, Delta Echo Romeo Papa Mike. Echo Romeo Papa Mike, Hangler, guten Tag. Delta Echo Romeo Papa Mike, Flugperson, Halbstunde lokal. Papa Mike, das ist verstanden, die 29QNH1028. Die 29QNH1028, Delta Echo Romeo Papa Mike. Alter, Alter. Sierra verlässt Platz und Richtung Nordpol zu bestellen. Wie lange ist Sierra und Flug bis dann? Aber aus der genau, der DSC, da ist er. Geschwindigkeit runter. Immer nach hinten. Klappen, Stufe 1. Delta Tango Kilo rollt auf Piste 29. Delta Echo Hotel Whiskey Romeo, hallo? Echo Hotel Whiskey Romeo, hallo, guten Tag. Delta Echo Hotel Whiskey Romeo, Cessna 182, 3 TOB vom Turm zum Flug nach Freiburg. Delta Whiskey Romeo ist verstanden, die Piste 29QNH1028. Delta Papa Oscar, Main Teil 29.
die Delta Papa 3 meldet sich ab, das war eine Landung. Roger, verstanden, schönen Samstag, tschüss. Danke auch, tschüss.